Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play World of Warships. Eine kleine Ausnahme zwischendurch mal wieder, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich spiele nicht alleine, sondern ich habe meinen Kadetten quasi dabei. Ja, aber haben außerdem nicht Ausnahmen die Regel? Ja. Wir haben Vorsicht, uns. die Reichweite ist nicht sehr hoch bei dem Wir Schiff. haben uns beide mal die Ishisuhi gegönnt und die ist gerade runtergesetzt. Und ich hatte noch 2000 Gold und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Ich habe das Spiel eh so selten gespielt und dachte, ich komm hier, kaufst du ein Premium-Schiff. So machen das die Pros. Wir werden jetzt eine Runde mal mit HE schießen, dann wechseln wir direkt auf AP um und wir fahren mal rechts nach oben, würde ich behaupten. Ja, ich sehe gerade, die Reichweite ist nicht so pralle. Ich habe auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Also es kann sein, dass ich äußerst abfaile. Aber das wäre man ja gewohnt. Ist ja mal so ein Ja, Tier. 12,9 Kilometer hat die Ja, Reichweite. Plan half left, half right. Klingt gut. hübscher Skin. Ich kann euch noch einen anderen Skin zeigen, denn ich habe das Gefühl, dass wir nächste Runde mehr Albany fahren. Ach nee, das ist nicht Tier 4. Ich hätte trotzdem Bock auf Nee. Albany. Albany ist Mal leider nur Tier 2. gucken. Da ist eine Ölmacher. Ach, zu weit weg. Ist auch gut. Jetzt kaufe ich Max den Captain mit den 3 Punkten und dann gebe ich die Punkte nicht aus. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ne? Das zeugt wieder sehr von Planung und sowas. Ja, er lacht sich wieder über mich ab. Ist ja gut, dann könnt ihr wenigstens auch lachen. So, schreibt es in die Kommentare, wie sehr habt ihr gelacht. Ich hoffe doch köstlich. Der Typ heißt hier Dude, where's my Tiger? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann den Tiger geben, der hat, ich weiß, so und so viel 200 mm in dein Heck, wenn du möchtest. Hier, mein Schiff ist auch behangen wie ein Weihnachtsbaum. Echt, sehe ich bei mir gar nicht. Musst du nah ranzoomen. Achso, die Flaggen oder was meinst du? Ja. Alter, wie langsam sich die Türme drehen von dem Ding. Heilige Scheiße, ey. LOL! Ja, bei mir schon schneller. Nikolas, Nikolas, Nikolas! Oh ja, die ist schön, die ist schön. Oh, dreh dich, alter Schiff! Ich Da stehe dir bleiben gleich. noch AP. Ich stehe dir Gerade gleich, glaube schon ich, hart in den geladen. Weg, wenn das hier weitermache. Macht nichts, ich drehe. Oh, den habe ich getroffen und einen Critical Hit gegeben. Müssen uns eh wegdrehen von denen. Ich muss in die Torpedos reindrehen, ich bin schon in der Kurve. Ich glaube, mich trifft aber keiner. Boah, das war ziemlich lucky. Ich komme, glaube ich, echt um die Torpedos drum rum. Swing that ass, swing that ass. Mich trifft wirklich kein Torpedo. Und die sind in meiner Secondary-Reichweite. Muhahaha. Ich sage, die ist hinüber. Die ist definitiv hinüber. Großer, großer Fehler. Drachensoldat 1, ey. Ach, guck mal, da kommt schon eine Miyogi. Ja, perfekt. Ja, leider hinterm Dingens hier. Vorsicht, da ist noch ein Zerstörer in dem Alter, Nebel, ne? Königsberg, warum fährst du denn los, wenn ich. Was meinst du, das kann nicht sein Ernst sein, Alter. Ich nehme die Königsberg mal kurz als Meat Shield für die Torpedos. Zwei Hits, über 5000 Schaden. Du fährst zu nah am Nebel. Weg davon. Ich drehe doch schon. Da ist irgendwo noch ein Zerstörer drin. Ich werde mal wieder mit HE schießen, irgendwie. Es gefällt mir mit dem Schiff die AP nicht. Oh, die AP ist richtig gut auf dem Schiff. Da ist die Und da. Kongo, oh Scheiße. Das macht nichts. Kongo habe ich auch schon damit auseinandergenommen. Ich wurde gerade von dir getroffen, glaube ich. Nein, Ich kann habe nicht von sein. hinten Damage bekommen. Oh, die Torpedos treffen die Miyogi. Oh ja, sehr gut. Und da ist sie down. So, ich würde sagen, Kongo, auf geht's. Oh, da sind noch mehr. Kolberg und Dings. Genau, und die haben dich nämlich, glaube ich, gerade eben getroffen. Nehmen wir mal die Kohlberg auseinander. Oh, die. Oh, WOT heißt die halt, Alter. Boah, die ist angezündet und ihr Motor ist kaputt, Christoph. Also kann sein, dass sie nicht mehr fahren kann. Also, sie hat repariert, weil sie auch gebrannt hat. Wie wir richtig sneaky den Torpedos ausweichen, wir sind voll die Könige da drin. Ich sag, das Ding ist scheiße beweglich. Guck mal, die Minekase, die steht da. Nee, Bewegt die sich langsam fährt. Ja, rückwärts. sie fährt gerade. Oder sie wird gleich stehen bleiben. Ich bin aber auf der Kolberg drauf. Oh, die gehen genau auf die Kolberg rauf, ey. Zwei Treffer. Naja, immerhin. Irgendwie vertraue ich der AP von dem Schiff hier nicht so richtig. Die HE lief jetzt bis jetzt ein bisschen besser immer. Mit der HE triffst du besser. Grundsätzlich mit HE. Okay, wusste ich nicht.
Ja, die ist zielgenauer. Was soll ich jetzt echt auf die scheiß Minekase schießen, Mann? Ja, schieß auf die Minekase. Wenn die weg ist, haben wir schon mal hier einfacher. Oh, da ist ein Torpedo gefressen hier. Ich glaube, ich kill die jetzt. Fährt vorwärts. Nein, kann nicht wahr sein. Keiner von den Schüssen hat sie getroffen. Die Kolberg schießt auf mich mit AP. Ist das dein Ernst? Ah, fuck. Ich muss die Kolberg jetzt bestrafen. Tut mir leid. Das ist dafür, dass sie mit AP auf mich schießt. Das ist frech. Bin auch auf der Kolberg. Mach eh noch 8 Sekunden, mein bis ich nachgeladen Gott, ey. Die brennt ja lichterloh. Ja, vorne ist der Motor auch kaputt. Also, die über wird, Bitch. Ja, sauber. Bin auf der Arkansas Beta. Ja, ich dreh schon rein. Ah, da ist ja noch eine Karlsruhe hinter, ey. Scheiße. Ich kann gleich mal T triggern. Dann habe ich das Ganze mal wieder auf Cooldown. Die steht fast. Die steht, ja. So ziemlich. Ich versuche mal, ihre hinteren Türme rauszunehmen. Ich habe sie angezündet. Immerhin etwas. Schöne Abpraller. Oh, Junge. Nicht Alter, ansatzweise. Alter, die Damage geschluckt. Hast du es gerade gesehen? Ja. Da ist die Kongo noch hinter. Scheiße. Ja, auf mich werden hier gerade Torpedos hier geschossen, wie bescheuert. Ey, boah, Alter, die hat mit AP aber richtig viel Schaden gemacht, diese Sau, ey. Deswegen nehme ich ja auch AP. Und die Kongo fast gar nichts. So, ich muss mich mal hier wegdrehen. Ich muss ein bisschen was an Land gewinnen zwischen uns beiden. Vorsicht, ich drehe ein. Ich sehe dich mich nicht. Vor dich. Ja. Ich brenne also, und ich kann nicht herumkommen. Torpedos voraus. Vorsicht, Torpedos. Ja, ich drehe schon. Ich glaube, ich bin jetzt ziemlich tot. Ich gehe dran vorbei. Nein, einer hat mich erwischt. Nein, der hat mir einfach die Zitadelle gegeben. Jetzt glaube ich drauf gehen. Unable to maneuver und alles. Scheiße. Ärgerlich. Ich bin tot. Schade. Egal, ich habe Kill gemacht. Das ist die erste Runde seit Jahren war, macht das ja auch nichts. Fuck. Ich krieg jetzt ganz, ganz kräftig auf die Fresse hier. Ja, ich seh's, wir sind auch ein bisschen zu weit nach vorgerusht einfach. Das war ein bisschen dämlich. Ja, du musst halt nah ran mit dem Schiff, ne? Arkans auch noch ein bisschen Schaden von dir. Immerhin das. Komm schon, lad nach. Die Kongo bitte gleich richtig hart in die Seite fisten, ne? What the fuck, ey. Das ist dir hoffentlich bewusst. Scheiße. Lass rausgehen, neue Runde. Weil das oh, sowieso. Können wir gerne machen. Ich nehme das auch mal jetzt durch auf und dann kann ich es direkt so hochladen, dann brauchst du noch rendern. Ich mag OBS. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Wenn ich draußen bin, sage ich Bescheid. Also ich würde gerne meine Wyoming herumschippern. Die ist hier 4, ne? Ja. Ja, lock ein, dann geht los. Was nehme ich denn da am besten? Keine Ahnung. Ich überlege auch gerade. Carrier? Nee, Carrier ist langweilig. Ja, zumindest für Zuschauer, ja. Ich könnte einen Destroyer nehmen, weil da bin ich schlecht drin, ne? Nimm doch eine Dingens hier. Könnte auch die Wyoming nehmen. Ansonsten einen Kreuzer. Habe ich keinen Vierer. Doch, die Phoenix hätte ich, aber die brauche ich nicht mehr fahren. Ich habe die Omaha schon. Okay. Dann leg los. Affi drückt. Arkansas Beta habe ich jetzt nicht genommen, weil ich habe keine Geldprobleme und Erfahrung ist immer gut, ne? Eben. Ich habe die ja schon fast fertig, die Wyoming. Ich weiß gar nicht, wie weit ich die habe. Schon so lange nicht mehr gespielt. Wir sind nicht Top-Tier. Kein Topftier. Kein Topftier. Deiner Stockfisch mit Doppel-K. Ja, guck mal, die Gegner haben ja auch um einiges mehr an Fünfern. Hey. Ja, warum soll das auch mal fair sein? Vor allem auf Ozean, was richtig beschissen ist, weil wir eine kurze Reichweite haben. Wow, es wird immer besser. Also die Ishizushi tut mir echt leid jetzt hier. Seit wann gibt es denn mehr als 30 Sekunden Waiting Time? Ja, gibt es. Das ist mein Handy eigentlich. Ich weiß nicht, wo weil, es ist. Weil viele Leute, Das liegt irgendwo direkt vor meiner Fresse. Egal. Geh mal links rum. Ich hab's unten liegen lassen. Das ist auch geil. Ich hab's vor 4 Stunden drüber nachgedacht. Geh ich jetzt runter noch mein Handy? Nee. Jetzt denk ich grad so, wo ist mein Handy eigentlich? Achso, es liegt noch unten. Ja, fahren wir nach links rum, ne? Ja, fahren wir ins Blaue.
Ja. Und in den blauen Bergen wohnen wir. Jetzt ergibt keinen Sinn. Battle starts. Okay. Foljas. Seehund, GER. Arkansas. Arkansas. Ich bin gerade mein Handy am Laden, so. Ach ja. Ja, ist jetzt gut. Irgendwann haben wir es verstanden. Okay, ja, deswegen habe ich auch den Ton aus. Okay, wir haben den Ton zu weit eingedreht hier. Warte mal, nach links? Hast du nicht nach rechts gesagt? Nach links habe ich gesagt. Oh, ist gut. Komm mal links rum, ne? Ja, ich war schon voll rechts eingedreht, aber ich drehe nach links, alles gut. Also muss ich die Kanone ja auch nochmal umdrehen. Da war ja was! Aber das macht sie, ist ja recht fix da drin. Zumindest für ein Battleship. Ja. Ist immer so, für eine fette Frau, die sich in so einen Einkaufswagen gequetscht hat, ist sie schnell. Also ja. Fix da drin. Naja, also Turmdrehung ist fix, also um einiges fixer wie bei dem Miyogi, finde ich. Ja, die Miyogi ist ja sonst scheiße. Dass die, oh, wenn die voll ausgebaut ist, ist sie richtig geil. Also, ist wie nicht, halt. Nicht so gut wie die Ishizuki. Nee, das nicht. Und die sind dasselbe Tier, also müssen sie sich miteinander messen. Ja, gut, die hat mehr Reichweite und so, ne? Lass es nicht vergessen. Ja, gut, Reichweite ist nicht alles. Ja, kommt, Leute, ich brauche ein paar Schiffe zum Anzünden. Ach ja, mach gerade die Mission, um Schiffe anzuzünden. Ich möchte gerne die Enten haben. Die Enten möchte haben. Was für ein Tier ist das überhaupt? Tier 2. Ach ja, richtig, Emden in Dresden, ja. Ich erinnere mich. So, das mag ich ja World of Warships nicht an Display, dass du in den ersten Minuten, dass dann immer nichts passiert, vor allem gerade wenn du Battleship fährst. Ja, ich weiß, da bist du sehr, sehr langsam. Wer ist eigentlich auf die scheiß Idee gekommen, dass man eine Map machen muss, auf der nichts ist? Das kann man nicht auch eine World of Tanks Karte machen, die einfach, keine Ahnung, Wiese heißt? Nein, würde man nicht machen. Du meinst ohne Camper? Ja, aber auch ohne, also dann darf es aber auch kein einziger Busch sein, ne? Ja, richtig. Das wäre super. Und dann fährst du natürlich irgendwie Scout oder sowas. Ja. Grundsätzlich. Oder TD. Na, so in etwa. Wir sehen die Kanonen schon mal richtig ein. Ach ja. Wir haben es bald geschafft. Alter, wie wenig ich mich erst bewegt habe seit dem Start, ne? Das ist schon krass. Ja, das Ding ist dezent langsam. Ja, ich merke das schon. Aber nur ein so. Ganz kleines bisschen. 20,5 Knoten sind nicht viel. Nee. Dieses Video unterstützt im Übrigen auch die Rauschsperre, die ich in einigen Armored Warfare Videos angemacht habe. Wahrscheinlich sind die noch gar nicht online bis jetzt. Mal gucken, ob wie gut ihr es findet. Ich bin gespannt. Bei was hast du denn die Rauschsperre? Bei UBS? Ja. Da habe ich die auch drin. Weil im Endeffekt rauscht doch jedes Mikro ein ganz kleines bisschen und ich habe schon ein großes Membranmikrofon, bevor ihr damit anfangt, und auch das rauscht ein bisschen. Ganz leicht. Ja, bei mir ist das Problem so, mein Rechner hört sich an wie ein Jumbojet beim Starten, aber hey. Ja, das kann ich bezeugen, das ist korrekt. Das muss so. Und wenn du denkst, neben dir hebt gerade irgendwie die Staffel der Bundeswehr ab, ey, dann ist Christophs Rechner in der Nähe. Oder die Staffel der Bundeswehr. Da hinten ist Stockfisch. Ja, habe ich schon gesehen. Aber hey, wir können nur gewinnen. Wir haben Skipper Paul dabei. Ja, dann ist gut. Und Fedes Minima Iter. Oh Gott, Itagena, warum ist er noch nicht weggelaufen? Warum ist er noch nicht weggelaufen? Ey, das ist übrigens echt... mit Z kannst du auch gucken, wo deine Schüsse hingehen. Bam! Und er brennt. Ah, er hat ja instant repariert, ey. Wie siehst du die denn schon? Ich sehe die schon. The fuck? Achso, ich hab 13 cm Reichweite, ja. 13 cm. Ja, ich bin jetzt noch 15 km weg, da sehe ich noch gar nichts. Boah, ich bin gerade so Subnautica gehypt, ey. Das wird echt mein nächstes Let's Play. Also, das war auf meinen durch und dann kommt Subnautica. Echt, und da hat er schon wieder sein Ding ins Kapott hier. X-Torpedos hier launchen, ist nicht.
Ach ja, nee, das ist schon was. Da hinten ist dann die. Nee, das, die ist gleich tot wie Nikolas. Oh, wir können uns zugucken, wie sie stirbt. Boom! Und das hat sie gekillt. Sonst wäre das meiner gewesen. Von Fedes Nimmer. Oh, das Psychopath. Opath PL? Ja, so ist sein Name. Oh, die sind schön. Die New York und die Ishizu. Die ISO 152. Ja, genau. Genau die. So, drehen wir nochmal einen kleinen Ticken so ein. Wie ich einfach nicht an die rankomme, weil ich zu dumm bin, um richtig zu fahren. Das ist schon gut, ey. Kufa PL. Ja, und da brennt sie auch schon. Sehr schön, das wäre Nummer 2. Brennt sie geschossen. Jetzt gehen wir zu Nummer 3. Ja, wir schießen auch bald das erste Mal. Alles gut. So, wir steuern mal ein bisschen, so dass wir ein bisschen näher an die rankommen. Ich mach grad gleich weg von denen komme. Sind ja ziemlich viele Schiffe, ne? Ja, eben. Müssen mal ein Stückchen so drehen, dass unsere hinteren Turrets auch schießen können. So in etwa. Verdammt! Bei mir kann nur die 3 nicht drehen, nicht drauf schießen, sonst alles. Aber wir können 3 und 4 nicht schießen, wie ich jetzt gerade fahre. Aber ich kann auch überhaupt nicht schießen, das ist das Problem. Weil die alle viel zu weit weg sind. Hast du die noch nicht voll ausgebaut? Nein. Ah. Was hast du für eine maximale Reichweite? Sag ich jetzt gleich. 13,9. Ja, ich habe 12,8. Ah, scheiße. Und wie gut die vorgehalten waren. Wie gesagt, lange nicht gespielt. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh, fuck, Torpedos. Aber die müssen besser sein. Okay. Sauber, einer vor mir, einer hinter mir. Dafür treffen wir einfach mal nicht die Schüsse. Das ist natürlich auch gut. Alter, gar kein Treffer? Echt? Oh, was auf mich gerade hier einprasselt, ey. Oh ja, ich sehe es. Und ich komme da nicht ran, das kann nicht wahr sein, ey. Und wieder einen angezündet, sehr schön. Ich sehe es, der steuert gerade hart ein. So, komm schon. Du glaubst gleich, wie viel gerade an mir abprallt auch. Oh, da war ein Treffer. Ein Treffer aus 2 Salben. Was ist das, Mann? Ja, wir nehmen mal ein Stückchen in die Richtung ein. Einfach, dann würde ich... Feuer, Reichweite bei allen Tü. So. Oh, wieder im Brand gesteckt. So richtig schnell fährt die aber nicht mehr, ne? Aber doch, das ging schon noch ganz gut vorwärts. Oh, ich brenne schon wieder, ey. Oh Gott, die waren auch richtig ranzig vorgehalten von mir. Aber angezündet, immerhin. Oh, Torpedos. Autsch, das war schwer. Schwer gedamaged. Ja. War gerade ein kleiner TS-Lag. Wir verlieren auch diese Runde. Aber wenigstens war sie unterhaltsam. Wir sind lange gefahren, haben wenig geschossen. Was man in World of Warships halt so macht. Wir hier andauernd Torpedos herumfahren. Oh, jetzt hat die aber mal richtig geschluckt, die Ishizuki. So, wir sagen jetzt mal AP, scheiß drauf. Das halb von Reichweite. Ich wollte gerade Tee machen, dann ist mir aufgefallen, ich habe noch keinen Schuss abbekommen. Ja, bis jetzt habe ich sie noch abbekommen. Ich bin halt wirklich noch voll live. Ja. Oh, richtig gut, Kritz. Hat er es gefressen. So, in 5 Sekunden drehen wir nochmal richtig ein und jetzt haben wir dann nochmal richtig schön eine voll in die Fresse. So, und los. Okay, die hat richtig dick Damage geschluckt, die Ishizuki, und ich habe gerade auch mal Schaden bekommen. Versuch sie jetzt zu finishen. Mal. Das wäre richtig gut, Christoph. Okay, so, wir drehen die Türme einmal ganz um. Alles klar, sie ist down. War zwar nicht meine, aber sie ist down, das ist die Hauptsache. So, ich hoffe, ich crash dich nicht. Ich hoffe, ich crash dich nicht. Ich drehe auf Maximum. Ah, ich drehe auf die andere Seite. Schaffen wir, alles gut, schaffen wir sowieso. Schaffen wir sowieso. Na ja, toll, ich brenne schon wieder, ey. Da macht wohl noch jemand außer mir die Quest. Das Ding ist, ich habe schon nachgeladen, aber ich muss meine Türme halt erstmal drehen, ne? Das Problem ist mir wohl bekannt. Die werde ich auch niemals treffen, so wie die da fährt.
Wobei. Könnte sein, dass die gar nicht so schlecht vorgehalten waren. Oh, sieht gut aus sogar. Oh ja. Citadel Penetration! Oh yeah, baby! So will ich das sehen. Ich nehme mal ein Stück weit davon die ab, damit du nicht unbedingt auf mich schießt, ne? Ja, das wäre schon ganz gut. Ja, und ich brenne schon wieder. Dann nehme ich halt Schutzschild notfalls. Wir haben gerade seinen Ruder zerstört. Oh. Torpedos waren gerade bei mir irgendwie angezeigt. Ja, die sind kurz vorher verreckt. Mal wieder, nicht ordentlich auf die Entfernung geguckt. Die Murmansk, würde ich vorschlagen. Ja, ich bin gerade schon geschissen. Hab sie. Mit dem Citadel Penetration. Sauber. Guck mal, die Runde wird doch noch gut zum Ende hin. So, jetzt mach ich mal T, einfach weil ich es kann. So, ich muss jetzt weiter eindrehen, weil sonst schießt mich die Dings gleich weg. Wir können das noch holen, das Spiel. Dabei und da ist schon wieder deren... Jetzt ist deren Motor kaputt. Und was von der Furutara? Ja. Jetzt versuchen die rauszunehmen. Weil ich glaube, die Torpedos killen die. Ja, ja, killen die. Ganz sicher, wenn der Motor kaputt ist. Nee, konnte noch rumdrehen. Killen die nicht, lol. So, ich schieße nur mit meinen vorderen beiden Kanonen auf die. Ja, geil, gar kein Treffer, nice. Volltreffer. Egal, ich schieße auf die New York, das ist wichtiger, das ist das bessere Ziel. Ja, ich will die Furutaka erstmal raushaben, ne. Ich konzentriere mich jetzt auf die New York. Oh Gott, wie schlecht die Schüsse geflogen sind. Nochmal zwei Türme, die schießen können. Oh, da war ein guter Hit bei euch. Ich brauche echt Hilfe bei der New York, Christoph. Die ist zu weit weg für mich. Scheiße. Ich habe hier gerade so ein paar Torpedo-Dinger hier. Ach, ich krieg da keinen Damage rein, Mann. Das kann nicht sein. Ist echt gerade ein bisschen scheiße. Alles klar, die Furutaka ist schon mal weg. Ich helfe dir jetzt. Okay, da war jetzt ein guter Hit bei. Gut, ich schaffe sie jetzt in Reichweite. Aber die kriege ich jetzt noch Torpedos ab. Ja, ist auch gut so, dass du dich ein bisschen darauf konzentrieren musst. Eins. Oh, da habe ich auch nochmal gut Damage gemacht. Ein Torpedo nur. Ist egal, besser als nix. Die dreht, glaube ich, ein, ne? Tut sie. Kleine Stück hat sie nur gedreht, nicht doch. Ja. So, ich muss ja, Torpedos rechts von mir. Ich habe einen ihrer Türme ausgeschaltet. Ich habe auf jeden Fall auch irgendwas kritisch getroffen. Ich konnte jetzt nur nicht gucken, was. Oh, da ging nochmal eine gute Salve auf sie raus. Mal gucken, vielleicht macht das mal eine Citadel Penetration. Schade, nur 4000 Damage. Oh fuck, ich gehe gleich drauf hier. LOL, wie viel bringt das T? Also, ja. Es war ein Bug, nein, okay. Nein, das war ein Bug, alles klar. Ich zeig zuerst an, wie viel maximal ginge, rein theoretisch. Ich wollte gerade sagen, was war das denn, Alter? Drei Hits. Dreht die in. Die dreht in meine Richtung ein, ne? Ja. Dreht wieder zurück. Ja. Alter, das kann nicht sein, dass sie nicht stirbt. Brennt. Sehr gut. Und jetzt kommt der Rest meiner. Ich gehe, glaube ich, drauf durch ihre Schüsse. Das kann nicht wahr sein. Ja, ich gehe drauf. Scheiße. Scheiße, ey. Egal. Ja, man, der hat zwei Feuer. Gesamt. Alter, wie lange die Folge wird? Egal. Ich glaube, der hat Glück gehabt. Gucken wir dem mal ein bisschen so, zu. Schlachtschiff down. Ach, mal T drücken, ne? Geil, wir haben das echt noch geholt, das Game. Krasse Scheiße. Ja. Wir waren richtig weit hinten. Ja, siehst du, so kann's gehen. Ich wollte gerade sagen, dreh lieber das Schiff, bevor du die Türme drehst. Ja, ich drehe die Türme auch ein bisschen was, dann kann ich schon mit den ersten ballern. Ja, gut, mit denen, klar. Damit ich hier. Der Frankenfloggy. Ja, das war knapp, ey. Einer von den Türmen ist in deiner Superstructure gelandet. Einer von den Schüssen, meine ich. Ihr müsst die killen, sonst. Nein. Naja. Wenn die Zeit abläuft, haben wir auch gewonnen. Weil wir mehr Punkte haben, ne? Richtig. Wo ist denn die Zeit? Ich sehe die gerade gar nicht. Ach, da, 5 Minuten 8.
Ja, trotzdem. Boah, ich halt schon was weiß ich wie viel drüber, ne? Und vielleicht endet es in 5 Minuten. Sie zu killen wäre schöner. Natürlich. Oh, das hast du aber ganz gut Damage gemacht. Da sieht ihr auch, scheiße. Zwei Brände verursacht. Oh, Torpedos. Ich sehe es, ich kann nicht mehr ausweichen, ja, ich kann nicht mehr ausweichen, ist vorbei. Und wo kamen die denn? Aircraft wahrscheinlich, ne? Ja. Nee. Oder doch, muss Aircraft sein. Jetzt könnten wir das doch noch losen, leider. Ah, nee. Die werden die jetzt platt machen, weil die brennt jetzt an zwei Stellen. Die Miyogi hat auch den Neujahrstarn drauf. Ich finde den hübsch irgendwie. Das ist der Weihnachtszahn. Nice. Die ist torpediert worden. Ich sag ja, die war schon fast down. Die hat gebrannt, lichterloh. Sauber, wir haben's. Übrigens, 11 Brände verursacht. Ja, würde ich mal sagen, bevor die Folge noch länger wird und ich die Ewigkeiten hochladen muss. GG. Was hat das Spiel für eine geringe Kilo-Bitrate? Okay, alles gut. Nee, wenn die Bitrate die ganze Zeit so klein war, dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles gut. Ja. Dann gucken wir es noch bis zum Ende an. Ich muss auch daran denken, dass ich das Ganze noch hochladen muss. Ja, das macht nichts. Hat ja auch mal TS-Lag manchmal. Ich mag den Tarn irgendwie von dem Miyogi. Finde ich ganz hübsch. Wie gesagt, den gibt's jetzt gerade als Neujahrsgeschenk. Wir können auch gleich mal den neuen Hangar zeigen, wenn wir mal da sind. Nicht als Geschenk. Ja, es gibt ja mehrere neue Häfen. Hangaren heißt das. Neue Häfen, weißt du? Ja, ich weiß. Ne? Da gibt's sogar einen extra für Low-PCs. Genau, sieht genauso aus wie unsere Karte hier. Low. Genau. Aber wir werden gleich mal auf den auf New York Hafen umskippen. Ja, ich möchte das gern mal hier noch zu Ende gucken. Das ja, ich weiß, ich bin auch noch drin. Alles gut. Bei der New York sieht sehr gut aus und der auch. Es gibt sogar einen extra Premium-Hafen. Also, wenn du Premium hast, dass es da einen Hafen gibt. Wenn wir das gewinnen, dann solltest du, glaube ich, auch 24 Stunden Premium haben. Ja, das ist, glaube ich, schon. Wie abgewrackt das Ding schon aussieht, die Horsche. Horsche? Ja, die hat ja auch schon ein, zwei Treffer abbekommen, ne? Boah, es wird Ewigkeiten dauern, bis wir das durch haben, Christoph. Wollte ich doch lieber reingehen, das gewinnen wir. Ja, geh ruhig schon rein. Du machst den Battle Report einfach für uns. Ja, ganz genau. Falls hier doch nochmal was passieren sollte. Genau. Aber dann beschreibst du es uns und dann schickst du den Replay und nimmst es auf und dann macht es so. Ich die Suche haben wir verloren, wer hat's gedacht? Ja. Die Pots. Wo kann man die noch wechseln? Hä? Scheiße. Ach da. Oben links. Wir haben da erstmal den Philippinen, den wir jetzt haben. Dann haben wir Ocean, das ist der, den Christoph gerade eben schon meinte. Einfach für Low-PCs, damit die nicht so viel rendern müssen. Genau. Dann haben wir Hawaii, das ist der Premium-Hafen. Ah, okay, verstehe. Und wir haben den Blue Steel-Hafen, das passend zu dem Anime. Hör mal, wo du Blue Steels gesagt hast, ne? Ich hatte keine Ahnung, welcher Anime das ist, ne? Hättest du Arnova gesagt, da wusste ich's. Ich kann den aber selber nicht. Weil ich kenne nur den japanischen Namen. Und deren Dingens fängt an bei uns zu kippen. Lol. Und nicht zu vergessen, die New York. Yeah! Kippt? Wo hat der denn hingeschossen? Und den Hafen meinte ich New York bei New Year's Eve quasi. Mit der Brooklyn Bridge. Und da ist das Feuerwerk. Und wir nehmen natürlich auch ein passendes Schiff. Und zwar meine Albany. Weil die hat auch den Skin drauf. Den Silvester-Skin. Und das mit der New York Skyline. Sieht doch hübsch aus. So, Christoph, also was passiert ist aber hier gerade? Geht das hier nochmal richtig einen ab, oder wie? Nicht viel so. Unsere Miyogi, die hat irgendwie 5 Meter vor sich ins Wasser geschossen. Anstatt auf die gegnerische Hosho. What the fuck? Okay, ganz genau. Das habe ich mir auch gerade gedacht, so. Einfach mal 5 Meter vor sich ins Wasser schießen. Kann man machen, würde ich sagen. Ja, klingt logisch. Also da wird wohl nicht mehr allzu viel passieren, die wird das nicht cappen können. Alles klar, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch einen wunderschönen Resttag und nach doch fast 30 Minuten Let's Play, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.